Ja, moin Freunde, es geht um den Fischerino Jahresrückblick 2021. Chris. Hi Leute. Meine Wenigkeit und der gute Aragon, der sich einfach hier vorne hingepflanzt hat. Der wird uns jetzt hier hoffentlich mit Tat und Rat zur Seite stehen, wenn wir uns nämlich um Kopf und Kragen reden, Chris. Er ist am Start. Wie wir es immer so machen. Ja, wir haben so ein paar Themen, wir haben das hier mal aufgeschrieben, aber im Großen und Ganzen wollen wir einfach ein bisschen erzählen, was dieses Jahr so abgelaufen ist. Ist ein bisschen was passiert? Ein bisschen. Ja. Minimal. Es gab Höhen, es gab Tiefen und gab, glaube ich, auch ein paar ganz gute Stories, die wir so droppen können. All das, wenn euch das interessiert, das kommt halt eben jetzt. Angefangen dieses Jahr, Umzug nach Schwerte. Ich meine, da warst du und Silvan damals auch die Leidtragenden, die den ganzen Shit quasi. Ja. Ich erinnere mich auch nicht gerne daran zurück, weil es war eine Menge Arbeit. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Alle Klamotten, alle Artikel, die wir hatten, mussten wir zusammenpacken. Gut, wir hatten den kleinen Luxus, es wurde getragen. Ja, wir hatten ein Umzugsunternehmen, ja. Aber abgehangen haben wir trotzdem erstmal selber, ja, ne? Genau, abgehangen, eingepackt. Und man denkt ja immer, das ist ja nur so ein Scheißregal, das sind mal eben irgendwie nur die, ja, diese Stangen, die ihr auch so aus dem Laden kennt, so ähnlich sieht das ja bei uns im Lager auch aus, ne? Sieht ja eigentlich aus hier wie so ein Ladenlokal. Ja. An der Wand sieht das nicht viel aus, aber wenn man mal überlegt, wie viele Artikel das sind schon ein paar hundert oder ein paar tausend gewesen. Und dann fällt dir mal so eine Scheiße runter, dann darfst du die einzeln, das liegt alles durcheinander, was weiß ich, 300 Packung Easy Shiner, dann halt die mal auseinander, ne? Und, ja. Oder noch mehr. Das ist schon echt krass gewesen. War aber auch nötig, der Umzug. Vorher hatten wir eine Wohnung als Lager und Büro. Jetzt haben wir halt eben wirklich die vernünftigen Räumlichkeiten, sag ich mal. Also wir haben richtig Hohe Decken, große Räume, vor allen Dingen viele Räume und wir haben Platz. Das hat uns vorher halt eben vollkommen gefehlt. Ja, also das war vorher notgedrungen, weil wir dann ja auch irgendwie, wir haben ja erst 2020 so richtig ja auch mit E-Commerce gestartet. Da kam im Januar Silvan dazu. Vorher war das ja mehr oder weniger so eine private Sache ja durchaus von mir. Und da sind wir ja, wenn man dieses böse Wort in den Mund nehmen darf, ja auch erstmal kommerziell geworden, in Anführungsstrichen. Wir versuchen das ja immer noch so unkommerziell, so liebevoll und auch durchaus mit Kritik auch an bestimmten Punkten für die einzelnen Produkte, die wir durchaus mal führen oder halt auch nicht führen, aber halt ehrlich halt zu sein. Das ist so dass die große Prämisse, dass hier alles hier fabriziert wird. Und dann war das einfach ein Raum, also eine 100 Quadratmeter Wohnung über unsere Agentur. Das Beste war halt daran, wir waren besser verknüpft. Ja, wir waren direkt dran. Ne? Ja. Wir haben mal irgendwie Probleme, weil hier ist ja auch alles voll automatisiert. Ganze Picking-Prozess, wenn eure Bestellungen reinkommen, ist das ja automatisiert alles über Software, Scanner und keine Ahnung was. Und das war natürlich ein bisschen besser, wenn der Techniker da war. Aber das war ein großer Schritt auf jeden Fall. Einhergehend kam auch diese Prachtraum dazu, nämlich unser Studio. Da haben wir ordentlich im fünfstelligen Bereich investiert. Ja, ich meine, das ist natürlich jetzt nicht Hollywood-Klasse, aber mit einer Green Wall, mit vernünftig Licht und mehr Kameras und ja, das war jetzt hier diese Kulisse, die haben wir jetzt auch zum ersten Mal. Mhm. Ja, so ein bisschen vorbereiten vielleicht auch auf den Livestream, der ja am 17.12. folgen wird. Fünf Jahre Fischerino, Leute. Fünf Jahre Fischerino, genau. Also das war auch ein weiter großer Step und großes Lager heißt mehr Sortiment. Mehr Arbeit. Ja. Letztes Jahr, was wir nicht vergessen dürfen, im Januar ist Silvan dazugekommen, im August bin ich dazugekommen und Silvan hat uns zwischenzeitlich jetzt leider verlassen. Jetzt bin ich schon noch da, der die Fahne hochhält. Andere kamen dazu, Noah, Nidi, paar Aushilfen noch dabei. Ja, Unterstützung habe ich. Ich habe hier Paka, was heißt ich? Wir. Das hört sich so egoistisch an. Viel Arbeit, aber das schaffen wir. Das schaffen wir definitiv. Genau, wir haben, was kam denn dieses Jahr noch so an Sortiments dazu? Wir haben Westin haben wir übelst dick aufgeschraubt. Oh ja, Alter, Westin kam richtig, ja. Liebe Grüße gehen raus an Didi. Was gab's noch? Barbecue kam dazu? Stimmt, Barbecue, Grill und Barbecue. Scotty, ja, war jetzt auch kurzzeitig ausverkauft. Haben wir wieder ein bisschen was nachgeordert. Also wenn ihr noch ein kleines Weihnachtsgeschenk sucht,
liebe Mädels oder auch liebe Herren für sich selber oder für wen, für den besten Kumpel. Scotty, hast du dir auch geschnappt, ne? Ja. Und ich muss sagen, ich bin wirklich super zufrieden damit. Also ehrlich, also ich habe gedacht, dass er nicht so geil ist, wie er eigentlich ist. Ja, also mir gefällt er. Das ist schon, also wir haben es tatsächlich auch mal bei uns in der Agentur, habe ich den mal ausgepackt, letztes Jahr, als ich mir den privat gekauft habe, haben wir auch alle satt bekommen. Das war in den, weiß nicht, ob du das glaube ich nur von deiner Nein. Zeit, da haben wir im Besprechungsraum haben wir innen drin gegrillt. Das war, als das Fleisch kam, war ein bisschen fail, das kann ich jetzt schon so viel sagen. Aber es war halt sehr lustig. Wir haben unglaublich viel Ilex dazu bekommen. Jo, Ilex. Ilex war, Ilex, da wäre fast Peter Zwegert gekommen. Ja, so viel. Ich habe mich schon gehört. Das Flipchart aufstellen, ja. So viel Ilex, was wir dazu, aber das mögt er ja auch, das haben wir gemerkt. Ja, es wird Ilex, es wird gut verkauft. Ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ja. Klar, ein bisschen Neuke noch erweitert, dies, das, aber sonst im Großen und Ganzen. Ja, hier und da immer so ein paar Sachen erweitert. Aber so im Großen und Ganzen, das Größte, was wir dieses Jahr gemacht haben, war wirklich Westin, Ilex, genau. Gunki. Was wir auch noch gemacht haben, ist eine Sonderserie von der Favorite Arena Route, die Limited. Da haben wir noch ein paar weniger auf Lager. Also wenn ihr da auch nochmal, ist auch glaube ich gerade im Sale, meine ich, weiß ich jetzt gerade nicht. War im Sale. Ja. Aber da haben wir auch noch ein paar von Limited, heißt wirklich limitiert. Ja, die sind auch alle mit Seriennummer ausgestattet und so weiter. Also die haben wir heute, oder haben wir dieses Jahr aufgelegt, auf jeden Fall zusammen mit, ich glaube, zwei weiteren Angelläden. Also das war so eine Sonderedition, die wir auf jeden Fall hatten. Und hier steht noch eine letzte Neuke Seiten-Route. Ja, die wir auch bisher noch nicht im Laden haben, also noch nicht in Bestand eingebucht haben. Was wir damit machen, wissen wir noch nicht. Aber das war natürlich auch ein absolutes Routenhighlight dieses Jahr, den Neuke Seiten in ML-Klasse. Ne, was hatte die? Bis 15 Gramm? Irgendwie sowas hat sie, glaube ich. Ne? 14 hatte die, glaube ich. Ja, unten steht das, 16 Gramm steht hier. Ach, okay, 16. Ja, aber schon ziemlich geil gewesen. Definitiv. Okay, was gab's noch? Wir haben es gerade erzählt, neue Mitarbeiter. Noah kam im Fischerino-Team mit dazu, also das ist so ein bisschen Agentur und Fischerino gleichzeitig. Halt, unterstützt mich auch sehr gut. Aber der unterstützt dich sehr gut, ja. Genau. Christian, der ist auch zu unserer Thema-Section dazugekommen. Bombentyp übrigens. genau, auf jeden Fall auch sehr, Props gehen raus an dich, Christian. Ja, mega geil, dass du bei uns hier unserem Team angehörst. Du bist einfach ein klasse Typ, auf jeden Fall. Immer am Start, egal was ist. Man kann samstags, sonntags auch mal anrufen. Er ist immer da, wenn man ihn braucht. Es ist einfach so. Maschine. Ja. Maschine. Christian the Machine. Christian the Machine, ja. Und er hier auch übrigens gerade, glaube ich. Großer, hä? Ja, eine müde Maschine. Ja. Chili Vanilli. Team finde ich ist auch ein gutes Stichwort. Haben wir zwar nicht auf unserem Spickzettel hier stehen, aber unser Team, unser Fischerino-Team, hat sich, glaube ich, dieses Jahr sehr gut gemacht. Ja, wir haben viele Supporter. Wir haben ja das Supporter-Team gegründet. Ja, so als Vorstufe zum Team einfach von Leuten, die uns so grundsätzlich durch Herzblut, aus Herzblut, wie man das auch immer, ihr wisst, was ich meine, unterstützt. Ne? Also super coole Leute. Die können sich einfach mit uns identifizieren und machen es einfach, die machen es gerne. Ja, ich will sie nicht alle aufzählen, weil ich vergesse vielleicht nur einen, aber es gibt 83 Lars, die wir, glaube ich, mit drin haben. Lars Hüther, Lars Richter. Wenn du damit hinkommst, ja. Kevin, die Catch and Clean Dudes. Ich weiß nicht, jetzt geht's so langsam. Es sind zu viele. Es sind mittlerweile, so viele sind es ja gar nicht, aber wir haben euch auf jeden Fall alle lieb und das Gleiche natürlich bei unserem Team. Das ist im Großen und Ganzen so zusammengeblieben. Ja, also hat sich jetzt nichts Großartiges verändert. Nee, Steffen, Dennis Knoll kam dazu. Ganz wichtig. Dennis Knoll kam wirklich dazu, ja. So, Christian, wie gesagt, war das die Tarantel, die ich gestochen habe, oder was ist los? Ne? Chris hat einen nervösen Fuß, glaube ich. Hat er dich getreten? Oder das hört sich so. Dann beiß ihn. Dennis kam dazu und Christian kam dazu und sonst gab es eigentlich keine Bewegung. Steffen, Matze, Mirko, Daniel, Fisherman Park. Fisherman Friends, genau, Ferdi und Felix. Alles klar, was los? Ich hoffe, wir haben keinen vergessen. Ich glaube, das waren sie aber. Ne? Ja, er macht uns hier ganz nervös. Ja. Also, das ist ein stabiles Team. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Jahr. Das definitiv. Yes. Und wir müssen auch unbedingt mal ein Teamertreffen hinkriegen. Ah, das haben wir dieses Jahr schon wieder nicht geschafft. Ich weiß, aber wir müssen es.
Und wir sagen es zwar immer wieder, wenn es stattfindet, wird es ultra. Ja. Wird es auch, aber es muss erstmal stattfinden. So, was haben wir noch auf unserem Zettel? Also ich kann mal vorlesen. Aber was die meisten vermutlich auch interessieren dürfte, was ging eigentlich ab an der Angelfront? Das ist mein Part. Ach so. Ja. Ja, wir haben gesagt, wir machen ein bisschen Freestyle, ja, weil so ein kleines Skript ist ja gut. Ich habe dieses Jahr ein paar Turniere gefischt. Ja, und auch gerade nicht so unerfolgreich. Ja, das Schlimme ist, ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich bei der WPC platziert war, aber damit fing es ja an, dass überhaupt ein paar Turniere stattfinden konnten. Das war ja schon mal was, weil es hat sich ja alles nach hinten verlagert. Wir hatten 2020 gar keine Turniere, obwohl ich auch da schon überall angemeldet war. Und 2021 ging es dann los, dass die WPC, da war gerade so ein, also die World Predator Classic, also die inoffizielle Weltmeisterschaft. Kennt ja eigentlich jeder. Ja, Grüße gehen auch hier raus an Marc Paczowski und Thomas Engert, die Ilex und Ganky Dude, die das Ding gewonnen haben. Glückwunsch nochmal. Stabile Leistung auf jeden Fall. Genau, da fällt mir ein, Marc wollte auch nochmal vorbeikommen zum Thema Ilex-Sortiment. Aber es ist eher ein Funfact jetzt hier. Hat gar nichts. Ich freue mich. Ja, ich weiß gar nicht. Das war im Sommer. Die Inzidenzen gingen runter und deswegen konnte das auch relativ. Juni, Juli so um den Weg. Juli war das, genau. Ja. Und deswegen, nee, Juni? Juli? Ja, auf jeden Fall irgendwann im Sommer irgendwann. Nee. Normalerweise ist die WPC im Juni. Und das relativ easy stattfinden. Auch da mit Angel, es war ja das erste Mal und ich habe immer gehört, wie geil die das alles aufbauen, so richtig so American-like, so ne, wie die Organisation drumherum. Ja, so. Aber das war jetzt so ein bisschen zurückgefahren wegen Corona. So gab auch nicht so eine richtige Abschlussfeier. Sonst haben die sich da immer so irgendwie derbe Hallen irgendwie angemietet, so richtig Gipfel mit Feuerwerk und alles wohl so. War dieses Jahr halt nicht, das war eher im Kleinen draußen. Verständlich auch irgendwo. Absolut verständlich. Aber das war so das eine Turnier, das erste Mal sowas mal in, also zumindest bei der WPC, dann kamen die Lure Masters im September, wo Mirko und ich auch schon relativ stabil ein, ich glaube 29. wurden wir von 100 Booten, oder 99, ein Punkt vor Hecht und Barsch auf jeden Fall gelandet, in der quasi letzten Minute den nötigen 40er Barsch, um Hecht und Barsch noch zu über... Verdient, muss man sagen, verdient. Ja, klar, was denn, wir haben Geschmack gemacht. Hat uns natürlich riesig gefreut. Und dann kam das unser Highlight des Jahres, im Oktober die Predator Tour, ja. Europameisterschaft, wo wir dann 24 von, ich glaube, 112 wurden. Das war schon eine richtig stabile Nummer, wo wir echt gut abgeliefert haben. Kann man auch schon stolz drauf sein. Ja, sind wir auch, ganz klar. Das war schon wirklich eine coole Geschichte. Ja, bei der Predator Tour ist mir dann noch eine Route übers Wasser gegangen. Ach nee, bei der Nur Masters, das war nicht so cool. Aber so ist das halt, ne? Die erste, ein bisschen Schwund ist immer, ne? Wirklich, die erste, die mir, also mir ist sowas noch nie passiert. Ich habe weder noch ein Handy verloren oder irgendwas, aber ach scheiße, oh, mein Ehering ist mir auch für. Ich wollte es gerade sagen, also was dieses Jahr alles so ins Wasser gegangen ist bei Thomas ist schon. Scheiße, Ehering ist flöten gegangen, ja, deswegen ist es noch immer ganz schön kahl. Ja, beim Hecht gefangen, Wasser und dann so gemacht und dann war der Ring auch weg. Also ich habe ihn wirklich eine Zeitlupe, so. Aber klar, ich weiß, wo er liegt, so in etwa. Habe ich mir ja markiert, also wo er ins Wasser gegangen ist. Und jetzt ist sowieso vorbei. Aber gut, das hat mich wirklich, also da muss ich sagen, da ist ein Tränchen geflossen. Ja? Emotional, scheiß auf den Wert, absolut aber, nachvollziehbar. Also auf den monetären Wert. Aber ja. Emotional war das schon krass. Ja, aber sonst war es wirklich anglerisch schon ein spannendes Jahr, ein neues Boot. Ich muss auch sagen, also anglerisch war es dieses Jahr auch extrem schwierig. Also an den Gewässern, wo ich angeln gehe, ich kannte also das nicht. Du bist ja meist auch nur in Deutschland unterwegs, ne? Ja, also ich bin halt eben hier viel... Nur, ich sag nur. Ja, aber ich beacke halt eben hier viel die Kanäle. Ja, und das sind so meine Hausgewässer. Und ich muss sagen, also ich habe lange nicht so schlecht gefangen wie dieses Jahr. Also das war wirklich extrem. Ich war nicht viel am Wasser, also nicht so oft wie sonst. Aber so, ich weiß nicht, das Jahr war irgendwie kacke. Es war wirklich nicht gut. Absolut. Ja, jetzt muss ich dazu sagen, ich habe das Gefühl, dass ich viel am Wasser war. Aber ich war eigentlich auch nur diese drei Turniere, muss ich sagen. Das waren 3 Wochen, immer von Montags bis Sonntags. Aber dann war ich auch, muss ich gar nicht, ich persönlich, nicht mehr so viel am Wasser. Streetfishing habe ich vielleicht
Ich hatte ja noch bei diesen Anglerhelfen Kindern Dings da mitgemacht. Da war ich 2-mal Streetfischen und vielleicht 3-mal, 4-mal. Und das war es dann auch. Und dann war ich ein paar Mal bei den Turnieren. Dann war das mein Angeljahr schon. Also relativ wenig bei mir. Auch echt wenig im Wasser gewesen, ne? Aber wir hatten hier auch eigentlich unglaublich viel Druck unterm Kessel, ja, in beiden Unternehmen bei mir. Und war spannend. Du spürst den Druck halt auch ein bisschen anders als das ist vielleicht auch so. Messe haben wir einen dicken Stand gehabt. Irgendwie wurde er immer größer. War mal mit 50 Quadratmetern geplant, glaube ich. Am Ende hatten wir fast 100. Ja. Du wusstest eigentlich gar nicht mehr. Boah, das Auto, wie voll das war, ne? Also da mussten wir wirklich Tetris spielen. Wir hatten einen Transporter, den habe ich morgens abgeholt. Und mit Christian, und da haben wir schon gedacht, wir brauchen noch einen Dachgepäckträger auf jeden Fall und eventuell ein zweites oder drittes Auto, weil wir lange nicht alles da reinkriegen. Also wirklich Tetris vom Allerfeinsten, da hat noch nicht mal in der Zeitung reingepasst. Ja, ich meine, ich habe ja auch einen T6, ja. Und der war auch vollgepackt bis unter das Dach. Und da war noch Mirko, ist ja noch hingefahren, da haben wir schon gedacht, okay, weil wir wussten ja, ein Auto mehr fährt hin, aber es fahren nur zwei wieder zurück. Richtig, es fährt eins weniger zurück. Ja. Und dann haben wir gedacht, okay, ja, wir müssen ganz schön ordentlich Gas geben, müssen wir mal Sekt verkaufen. Ja. So, verkäuferisch muss ich sagen, war es nur so semi, weil wir ja unglaublich viel Fläche hatten. Ja, und teilweise auch gar nicht, die wussten, was wir damit anstellen. Wir hatten viel Freifläche so, ne? Also der Stand war halt eben, der war halt gefüllt, aber der sah auch irgendwo ein bisschen leer aus. Ja, irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe hier nicht dieses Jahr nicht so gefühlt wie sonst, muss ich auch sagen. Sonst sind wir ja schon hier, das gehört ja auch zu unserer Messe-Equipment im Hintergrund so dazu. Sonst sind wir eigentlich schon sehr state of the art. Kann man schon immer sagen, haben wir schon immer so mit den geilsten Stand eigentlich. So, wenn wir auf der Messe sind, da sind wir auch sehr stolz, weil wir uns mit so Billo nicht so abstempeln wollen. Ne? Das sind wir halt nicht, aber es war schon hart. Ich muss sagen, es ist auf jeden Fall ein sehr auffälliger Stand. Ja. Also wenn man sonst so alle anderen Stände sieht und in unserem im Gegensatz dazu, ich finde den hier schon echt ansprechend, ich sagen. Was ich auch sagen wollte, messetechnisch, ganz viel Liebe geht raus an die Angeln mit Stil-Familie. Hatte ich auch noch bei mir. Ja, weil das lag mir wirklich auf dem Herzen. Ja. Weil, Leute, was hätten wir ohne euch gemacht? Ihr habt uns so krass unterstützt, ihr habt uns so gut geholfen. Also wirklich ganz viel Liebe geht raus. Genau. Nadine, Sascha, Blocki. Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr. Du wirst mir verzeihen. Tochter. Ja, von Sascha und Nadine. Ihr weißt, was du meinst. Nein, es wurde immer angepackt. Es wurde gesehen, wenn was zu tun war. Da hat keiner dumm rum in der Ecke gestanden, die Hände in der Tasche. Nee, also da haben HT Rice hatten wir auch bei uns dieses Jahr. Stimmt, Dennis Berg. Dennis Berg war da von HT Rice. Ja. Genau. Die haben uns ein paar Routen zugeschickt, die wir da verkaufen durften. Und war auf jeden Fall eine stabile Nummer, hat gebockt. Und wir sind auf jeden Fall, sofern es stattfindet. Nächstes Jahr wollten wir vielleicht mal schon jetzt so einen kleinen Vorausblick fürs nächste Jahr. Ich wollte eigentlich auf viel mehr Messen sein. Ja. Jetzt traue ich mich, uns kaum noch anzumelden, weil die Inzidenzen, man weiß es nicht. Weil für uns als kleine Marke, wir sind ja wirklich eine kleine Marke, heißt einfach für eine Messe immer sehr viel Aufwand. Ihr habt ja gehört, wir haben jetzt kein übergroßes Team. Ist alles noch sehr liebevoll und hier hat auch nicht jemand nur eine Aufgabe, sondern wir sind halt eben in dem Bereich ja sehr breit aufgestellt und jeder hilft irgendwie mit. Auch ich als oberster Indianer bin ja auch noch in den Strukturen involviert und mime nicht jetzt nur den gute Launemann vorneweg und das ist dann für so eine Messe ist für uns schon extrem krass. Ja. Da muss ich dann einfach mal sagen, aber ich wäre gerne nächstes Jahr noch in Duisburg, findet ja erst 2023 statt, da sind wir mit einer coolen Sache am Start auf jeden Fall. Magdeburg hätte ich gerne gemacht und Friedrichshafen hätte ich gerne auch noch gemacht. Vielleicht Dortmund, weil wir hier Heimspiel haben, aber eigentlich lohnt sich die Messe in Dortmund eigentlich weniger. Ne? Also ich bin da einer, ich gehe da ganz ungern hin. Ich gehe wirklich nur hin, wenn ich Karten umsonst bekomme. Dann gehe ich hin. Ja, es ist trotzdem sehr Heimspiel irgendwie so ein bisschen, aber gut, scheiß drauf. Aber Messe in Lingen war ziemlich cool, danke an die Organisatoren und wir haben, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele 1000 Bändchen wir verteilt haben. Wie viele Kappen auch gekauft wurden, also ist Wahnsinn, ne? Gefühlt jeder zweite oder jedes zweite Kind, was du gesehen hast, hat eine Kappe. Aber die kamen auch mehr oder weniger just in time, glaube ich, gerade so an, irgendwie eine Woche vorher oder sowas, ne? Die neuen Caps, stabil auf jeden Fall, war eine coole Geschichte. Was haben wir noch stehen auf unserem Zettelchen? Messe. Das ist vor Kopf. Was wir alles dieses Jahr schon geschafft haben bei YouTube und Insta. Genau. Ja, also im Prinzip ist es mehr ein Dankeschön, ja, weil ohne euch würde das nur halb so wenig Spaß machen. Nee, warte mal.
gar keinen Spaß. Würde es gar keinen Spaß machen. Ich habe gerade überlegt, ob das überhaupt ein richtiges Sprichwort war, was ich gerade hier gesagt habe. Nein. Aber würde es überhaupt gar keinen Sinn machen. Wir machen das auch für euch und haben jetzt die 4000 YouTube-Abos geknackt. Yep. Yep. Mega Dank. Wir haben über 3.500 Insta-Fans. Ich habe keine Ahnung, wo wir bei Follower, ich weiß gar nicht, wo wir bei Facebook sind. Na, 5000 irgendwo. Ach so, um den Dreh, ja. Ja, genau. Aber das, und diese ganzen Gewinnspiele, die wir ja machen, die wir bei jeder Folge quasi dabei haben, gleich haben wir auch noch ein Gewinnspiel übrigens, ja. Das geht natürlich auch nur mit euch und für euch. Das ist ein riesen Dankeschön an die Community und man merkt auch, finde ich, also mittlerweile auch bei den Kommentaren, wir lesen uns das alles durch. Ja, auch wenn wir nicht immer antworten oder kommentieren, aber wahrnehmen tun wir das alles natürlich mit unserem Team und sind schon oftmals auch immer dieselben dabei und da hat sich schon wirklich so eine innige Fan-Community-Freundschaft. Das merke ich auch, wenn ich zum Beispiel war ich auf einer Hausmesse bei Kochs Angelwelt und da merke ich halt auch, dass da auch schon so ein bisschen die Bekanntheit, dass das auf jeden Fall kommt. Viele wollen ein bisschen quatschen und so. Ja, klar, wir sind kein Hecht und Barsch, kein Enrico, kein Louis, sondern wir sind immer noch Fischerino. Wir wollen es auch irgendwo gar nicht sein. Ja, na, natürlich nicht. Ne? Also wir sind unser Ding und es macht halt trotzdem Spaß, so ein bisschen erkannt zu werden und dass so die Arbeit auch so ein bisschen Früchte trägt und dass man uns kennt. Unsere Produkte, das vielleicht auch noch als Hinweis. Ja, wenn ihr vielleicht irgendwo einen Store habt, einen Angelladen, einen kleinen, einen großen und sagt, ey, wir wollen auch mal den Local Store unterstützen, aber trotzdem Fischerino-Produkte kaufen, das wissen vielleicht viele nicht, aber wir haben auch mittlerweile einige Angelhändler, die unsere Produkte im Laden hängen haben, zum Beispiel wie Kochs Angelwelt, ADH Fishing, als komischerweise als Fliegenfischer. Haben uns im Shop aufgenommen. Und einige andere auch, sorry, wenn ich die jetzt alle hier nicht nennen kann, aber das machen wir auch. Also wenn ihr, geht doch mal dann zu eurem Händler des Vertrauens und sagt, ey, Fischerino hat die besten Tanksten-Jigs, die wir wirklich haben. Und ist doch noch nicht mal gelogen. Cheburashka, was weiß ich, Dropshot, Bullet Weights, also ein Kleinkram und noch viel mehr, dann das kriegt man nämlich auch bei uns. Ja, und vor allem, das muss ich dazu sagen, das habe ich wieder bei Kochs Angelwelt, günstiger als Hecht und Barsch, Quantum, Four Street, Spro. Unsere Sachen sind qualitativ und on top und günstiger als im Tanksten-Bereich alle anderen Geschichten. Und zwar wirklich alle anderen Geschichten, die ich da so gesehen habe, von etablierten Marken. Ja. Lasst uns doch vielleicht einfach mal nochmal einen Ausblick geben, was so 2022 vielleicht kommen wird. Weißt du es? Ja. Sag mal was. Was? Nein, da wird auf jeden Fall was in eigener Produktion, aber in Eigenregie wird auf jeden Fall ein bisschen was entstehen, was ihr dann euch auch schon demnächst an den Haken hängen könnt. Ja, also kein Köder, so weit sind wir nicht. Nein. Aber Stand-Up-Jigs, viele von euch wissen das ja, da haben wir jetzt die letzten Prototypen bekommen und für gut befunden. Ja. Ja, funktioniert, sehr, sehr coole Sachen. Jetzt haben wir 4 Hakengrößen mittlerweile und von 5 bis 14 Gramm, da wird auf jeden Fall, das wird noch ein paar Monate dauern. Aber das wird 2022 auf jeden Fall soweit sein. Und grundsätzlich haben wir gesagt, okay, wieder so ein bisschen back to the roots. Wir wollen wieder mehr Stories erzählen. Klar, 2 Videos in der Woche, auch das werden wir versuchen beizubehalten. Ja. Was wir aber meinen, ist so, früher war es halt Blogging auch natürlich. Wir werden natürlich ein paar Beiträge wieder machen, so ein bisschen back to the roots, wie ich schon gesagt. Aber wir wollen auch die Marke für Schulino einfach stärken. Ja, so mehr Eigenprodukte vom Terminal Tackle über Taschen bis diverses Zeug mit in den Raum werfen quasi, so dass man auch irgendwie coole Dinge von uns bekommen kann über halt unserem Standardsortiment hinaus. Das ist so die Bemühung, die 2022 auf jeden Fall im Vordergrund steht. Ein bisschen breiter aufstellen. Ja. So, ja. Genau. Was gibt es noch? Turniere werden es auf jeden Fall wird es wieder geben. Wir wollen mehr die Videos so weiter beibehalten, habe ich ja gerade schon gesagt. Mhm. Und das Sortiment wird mit Sicherheit auch nochmal geschärft mit der einen oder anderen coolen Geschichte. Wir haben so das Stichwort JDM. Wer es nicht weiß, was es ist, vielleicht mal googeln im Kopf, dass wir mehr so in dem Bereich was machen. Also das steht alles noch nicht ganz so fest, aber wir arbeiten an ein paar coolen Kooperationen,
eigene Farben bei einigen Marken. Das hatte ich gerade eben eigentlich gemeint. Ja. Okay, alles klar. Ja, ne? Also kein eigener Köder, aber eigene coole Marken, was wir so gemerkt haben, was, was auf Turnieren immer ganz gut lief. Und das haben wir dann ein bisschen abgeändert und zusammen mit Didi da was entwickelt. Das wird bestimmt eine ganz coole Sache sein. Jetzt könnte man auch schon denken, dass es sich um Westchen handelt. Wo arbeitet Didi? Aber ich glaube, das ist schon eine ziemlich coole Sache. Der war auch ziemlich begeistert von den Ideen und von den Samples oder von den ersten, die wir da so haben. Also den ersten Kunden haben wir ja schon. Ja. Unkanklagen, würde ich mal sagen. Ja. Naja, was gibt es noch? Ich glaube, so im Großen und Ganzen war es das im Prinzip. Also es wird auf jeden Fall spannend. Uns wird es auch 2022. Ihr habt uns an der Backe. Ja, und Selbst schuld, Leute. Genau. Heute gibt es wieder was zu gewinnen von uns. Oder ihr könnt wieder was bei uns gewinnen. Heute gibt es einen 50€ Warengutschein bei uns aus dem Shop. Ja, wir machen es einfach. Ja. Also wir haben uns überlegt, was machen wir. Ja, und ich habe mir gedacht, hier vielleicht die Seiten, aber dann habe ich mir überlegt, nee, das wollt ihr bestimmt nicht haben. Das wollt ihr bestimmt nicht haben. Was Billiges, hallo. Nein, 50€ Gutschein auf unser gesamtes Sortiment, könnt ihr noch ein bisschen shoppen. Ja, Leute, unterstützt uns weiterhin, wie ihr es bis jetzt gemacht habt. Nur durch euch sitzen wir hier. Und ja, unterstützt uns, es macht unheimlichen Spaß mit euch. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Bleibt uns treu. Bis zum nächsten Video. Sonst hätte ich gesagt, bis ins Jahr 2022. Aber so weit sind wir noch nicht. Nee. Schiers und Petri. Wir von Fischerino. Ciao.